M1 Sporttechnik, bekannt für seine bärenstarken E-Bikes mit 120 Newtonmeter und TQ-Motor, hat uns was ganz Neues mitgebracht, brandneu, hier an den Geißkopf, das sogenannte Erzberg. Eine komplette Neuentwicklung. Man erkennt es, glaube ich, an der Form sehr gut. Es teilt sich so ein paar Rahmenfeatures vom allseits bekannten Spitzing, aber unterscheidet sich grundlegend vom Spitzing. Es unterscheidet sich dahingehend, dass das Antriebssystem komplett anders ist. Wir haben hier einen Brose Drive S Mac Motor und das Ganze kombiniert mit einer 750 Wattstunden Batterie. Mallet Wheel Size Mix, also 29er vorne, 650 hinten. Der Federweg an der Front 170 mm, am Heck 165 mm. Verglichen mit dem Spitzing sind das 5 mm mehr. Auch geometrietechnisch hat sich viel getan. Man kann sagen, die Rahmengröße M entspricht jetzt auf das Spitzing bezogen der Rahmengröße L. Also alles wurde deutlich länger, flacher und moderner. Lenkwinkel liegt jetzt ungefähr bei 65 Grad und Reach in Größe L bei 480 mm. Und das Ganze mit einer sehr potenten Ausstattung. Die hier gezeigte mit Fox 38, Magura MT7 mit 220 mm Bremsscheiben vorne, liegt bei ungefähr 9000 Euro. Und wir hatten heute exklusiv die Möglichkeit, das Erzberg hier am Geißkopf zu begutachten, uns von den neuen Features einen Eindruck verschaffen zu lassen, und wir konnten ein paar Meter drauf verbringen. Für den ersten Test ist es leider noch zu früh, das folgt aber die Impressionen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei!